Guten Morgen, hallo wach. Es ist der 20. Juli, wir haben 5.22 Uhr. Bilden Sie mal einen Satz mit Vogel, Wurm und Früh. Es geht in diesem Clip um den Nasdaq und vor euch liegt der Wochenchart eine Kerze, eine Woche. Aber bevor ich jetzt auf den Nasdaq selbst gehe, muss ich diese Liste kurz hochholen. Die hatte ich am Wochenende gemacht und reingestellt. Da tut sich nämlich jetzt ein bisschen was. Und zwar Alphabet. Alphabet hat jetzt verloren 5,1%. Das ist mehr als der Nasdaq. Der hat in der Spitze nur 3,8%. Alphabet rutscht jetzt von mir von der Liste Werte, die noch positiv sind, ohne Verkaufssignal, in Liste 2. Die stehen kurz vor einem wöchentlichen Verkaufssignal. Dann haben wir die Apple. Die haben 5,5% verloren. Reicht aber noch nicht. Bleiben weiter in dieser Liste. Also in dem ersten Teil der Liste Werte, die noch positiv sind, ohne Verkaufssignal. Ich habe die Facebook. Facebook hat 7,3% verloren und die rutschen jetzt bei mir von 2 in 3. Die haben bereits Verkaufssignale. Apple hatte ich, Amazon. Amazon rutscht auch bei mir von der Liste 2 in die Liste 3. Werte, die bereits Verkaufssignale haben, die haben 7,2% verloren. Netflix hatte ich gar nicht drin, habe ich gar nicht so drauf geschaut. Nvidia ist weiter hier, bleibt hier weiter. Die haben 15% in der Spitze verloren. Also nicht nur gestern, sondern in den letzten Tagen. Die bleiben hier in der Liste, die bereits Verkaufssignale haben. So, und jetzt gehen wir mal zum Nasdaq. Nasdaq, wie gesagt, Wochensicht. Der hat sich sensationell da von dem Corona-Tief erholt, der hat mehr als eine Verdopplung gemacht. Er ist noch nicht negativ. Hier ist er leicht negativ für die moderne Sichtweise, noch nicht über die traditionelle und noch kein Verkaufssignal wie Stochastik. Was der Freund hier macht, ist nichts anderes als ein bisschen atmen. Und das sieht man auf dem Tageschart ein bisschen besser. Ich ziehe euch mal, ich mache das hier ein bisschen größer. Also hier ist diese wirklich erstaunliche Bewegung. Von Mitte Mai 2000 Punkte hoch bis auf die 15.000. Wenn ich jetzt das einfach mal so anlege, ich lege das so an, da hat anscheinend jeder sein eigenes Ding. Für heute Dienstag taxieren wir den Nasdaq schon bei 14.630. Das wären also ganz grob 80 Punkte über dem Schlusskurs von gestern. Da sind wir irgendwo hier ein bisschen über der 20-Tage-Linie. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir uns heute noch mal reinwuseln in dieses Geflecht hier, wahrscheinlich sogar bis zu 14.800. Das ist die 10-Tage-Linie. Habe ich gar kein Problem mit, dass der mal so ein bisschen wieder da hochgeht. Nochmal, das ist kein Verkaufssignal hier. Wir hatten ein Verkaufssignal, das kam an diesem Tag, hier bei 14.900 kam es, als wir dann tiefer schlossen. Er ist leicht negativ über den Trendfolger. Moderne und traditionelle Sichtweise und auch der Oszillator ist deutlich nach unten im Fallen begriffen. Idealerweise stelle ich mir die Bewegung so vor, wie gesagt, wir wuseln uns hier nochmal ran, machen nichts anderes als eine Reaktion auf diese Korrektur, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir von hier aus ein neues Hoch machen, halte ich für ja, eigentlich nicht gegeben. Das neue Hoch oder vielmehr das alte Hoch verbindet sich jetzt mit dem oberen Bollinger Band knapp hinter 15.000. Wir sollten uns also nochmal hier reinwuseln, aber dann nochmal Fahrt nach unten aufnehmen. Und diese Fahrt geht mindestens bis zu 14.222, das wäre das 38er Retracement, aber auch zu einem Back-to-Breakout. Da sind wir hier auf diesem Niveau, was wir im April hatten. Da sind wir bei 14.058 ungefähr. Das würde sich sehr gut verbinden mit dem 50er Retracement. Da sind wir hier bei 13.978 und auch etwas unter dem Band. Also dieser Bereich hier, den sollten wir nochmal anlaufen. Momentan, wie gesagt, kurzer Rücklauf irgendwo hier hoch auf die 14.800. Ich halte es nicht für gegeben, dass wir nochmal die 15.000 überschreiten. Das glaube ich einfach nicht. Der hat sich jede Pause verdient und ich denke, die holt er sich jetzt. Aber ich sehe jetzt also auch nicht den hier unten irgendwo bei 13.000 irgendwo noch was, sondern lediglich mal hier in diesem Bereich bis maximal unter die 14.000 für die nächsten 5, 6 Handelstage. Ich habe mal folgende Scheine mitgebracht.
Ich werde es nicht mehr machen, aber weil wir jetzt heute Morgen schon wieder ein bisschen höher sind, für diejenigen, die gerne nochmal so die Gegenbewegung auf gestern und die letzten Tage spielen wollen, bietet sich meines Erachtens nach dieser Schein hier an, 13.929. Damit sind wir unter dem Band und unter dem 50er Retracement. Der hat schon so ein bisschen Sicherheitsabstand. Das ist von Goldman die GH64AY. Ein Open-End-Schein. Nochmal 13.929. Also ich werde mir den erst näher anschauen, wenn wir irgendwo hier in diesem Bereich sind. Vorher nicht. Ich gebe dem nicht so viel Platz nach oben. Einen Short kann ich wirklich aggressiver setzen. Kann ich hier den Hebel hoch machen auf fast 40. Ich nehme lieber unlimitierte Scheine, aber das überlasse ich jedem selbst. Und da bietet sich auch gleich der hier an. Das ist ein 37er Hebel, 15.105. Nochmal, ich rechne nicht damit, dass wir ein neues Hoch machen. Aber sollten wir das tun, ist der nah genug dran, da passiert nicht allzu viel. Den werde ich mir aber genau anschauen, wenn wir hier nochmal um die 10-Tage-Linie handeln, so um die 14.780. 15.105, das ist die GH8 Dora Dora Gustav, GH8 DDG. Und der liegt also eher auf meiner Watchlist, wenn wir hier oben sind, weil ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass wir diesen Bereich hier nochmal uns zumindest mal drum kümmern. Aber ich habe keine massiven Verkaufssignale. Für mich ist das nichts anderes als eines Atmens eines Marktes, der eine sensationelle Rallye hinter sich hat. Der darf sich auch mal einen Imbiss nehmen, überhaupt keine Frage. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.